Der Typ redet doch mit einer Ibiza, Harry. Ich habe auch einen Anruf von den anderen Reportern bekommen, wir sollen Harry in Ruhe lassen. Ja, dann ficken wir ihn jetzt. Warte mal. Oh, 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 oh. Weg! Harry! Digga, hör zu. Digga, was Wichtiges, Bruder. Hörst du mich, John? Ja. Pass auf, Winter schreibt mir Nachrichten, als ob er wüsste, also richtig unter der, durch die Blume, als ob er wüsste, dass wir den Nachrichtentypen manipuliert haben. Ja, Dings hat doch... der Typ redet doch mit Meister Ibiza, Harry. Ich habe auch einen Anruf von den anderen Reportern bekommen, wir sollen Harry in Ruhe lassen. Ja, dann ficken wir ihn jetzt. Können wir? Geil. Soll ich euch vorlesen, was er mir... Ich lese dir das nochmal vor, was er mir geschrieben hat, okay? Er hat geschrieben, liest du eigentlich auch gerne Zeitung? Dann habe ich geschrieben, was gibt es da zu lesen? Dann hat er geschrieben, nichts. Ich glaube immer nicht, was in den Blättern so steht. Das nervt mich immer. Das ist ja wohl eindeutig, oder was? Ja, weil es aber ziemlich viel dahinter kann sein. Der Wichser, Digga. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Hunde, Digga. Was denken die denn? Ja, die, Digga! Was denken die denn? Die sind, Junge! Tschüss! Wollen wir tanken, Bruder? Wir boxen hier. Was ist das denn? Ich hab das News noch nie tanken gesehen. Nimm die Maske. Nimm, ja. Apache, der Gangster. Heftig. Den dicken Schlauch. Mache ich einen. Ich will noch was zu trinken kaufen, ne? Ich hab Durst. Bring was mit. Sprung. Was? 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 Der. Höh, muss direkt auflösen. Oh. Was war der Mann? Die haben Panzer. Kann ich das wieder jemand mit wegnehmen? Bruder, der hat bestimmt Kopfschmerzen. Was? Nein. Doch, weil hier eben so viele waren. Da war niemand mitgenommen. Da war niemand mitgenommen. Ach so. Ein Schwanz. Ja, der Camacho ist auch leer. Keine Sorge, Jungs, wir haben die für euch vertrieben. Alles gut, wir haben die weggeschickt. Ihr braucht keine Angst mehr haben. Wir haben die gefickt, Junge. Wir gucken jetzt, dass ihr die Stadt verlassen. Alle gefickt, Digga. Ja, wir haben die gefickt. Macht euch keinen Kopf, wir lassen euch nicht im Stich. Sind das eure Autos? Ja, ja, ganz schnell. Mal, Digga, wir haben Ansage gemacht, sind weggefahren. Wir müssen unbedingt gucken, wo die mit diesen Panzern nennen wollen, hatte. Ja, also wir ficken die Warte jetzt, die haben eine Kriegserklärung rauskommen, die Hunde. Digga, haben Los Santos Verbot. Santos heißt es. Wenn die nicht wieder mit Waffen auf uns schießen. Hey, hast du noch Alteisen? Nee, hab ich nicht. Kannst du mir jetzt besorgen? Ja, ich kann mal gucken, ja. Okay, top. Was brauchst du denn? Wie viel wir brauchen? Weil wir brauchen viel und brauchen die heute, ne? Wir brauchen viel und wir brauchen das heute. Okay. Also so viel, ja, wie du ranbekommst. Am Schrottplatz ein paar Mülltonnen abfahren. Ja, ja, ja. Ne, haben wir schon gemacht. Ist nix. Im Norden auch? Ja. Oh, warte mal. Oh, 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 oh. Weg. Ey! Was? Alter Junge, ist der behindert, die Missgeburt? Ah! Ah, Junge, was ist denn mit der Alles gut bei dir? Wollt ihr von uns? Aussteigen! Und auf den Boden in die dreckige Schiffe! Da wo ihr hingehört! Digga! Das heißt, ich was für Gefühle hast, Alter! Ich hab die Schnauze jetzt!
so. Alle vier Personen wechseln jetzt einmal auf die andere Straßenseite, werden meine Kollegen die Fahrzeuge direkt fahren. Ja. Wir ein bisschen Platz schaffen. Ruf lieber einen Arzt. Meine Kollegen können gleich einen Arzt rufen. Du kannst doch gerne hier stehen bleiben, wenn das Auto in Luft fliegt. Rüber auf die andere Straßenseite, ist verzügelt. Ja. Wenn ich noch was sagen muss, fliegst du gleich in den Luft. Entspann dich, Alter. Weil du das Gefühl hast, dass ihr in nächster Zeit euch dreimal umdrehen. Ihr habt auch irgendwann eure Masken ab und Freiheit. Macht nicht so den Larry hier, Alter. Schießt ihr auf das Auto, schießen wir auf eure, wenn wir sie sehen. Ganz klare Kriegsansage von euch. Irgendwann ist das Maß voll. Oh. Das Maß ist voll. Ja, alles klar. Noch irgendwelche Kommentare? Was? Sie haben jetzt noch die Zeit, irgendwelche Kommentare abzugeben? Eine Waffe ist hier doch stark. Schwanz. Da es die letzten Male schon vorgekommen ist, dass sie uns verfolgt haben, an Orten aufgetaucht sind, wo wir auch waren, möchte ich Ihnen jetzt eine Warnung aussprechen. Sollte die nochmal uns über den Weg laufen, wenn wir einen Einsatz haben, werden sie uns nie wieder über den Weg laufen. Das glaube ich auch. Darf ich mal eine Gegenfrage stellen? Nein. Ja, war das ist das PD, was erwartet ihr? Dass sich da kein Mensch aufhält? So. Wir sollten auf jeden Fall von Ihrem Kollegen mit dem komischen Pferdeschwanz sagen, dass du nächstes Mal die Klappe nicht so aufweisen sollte. Wir sind Menschen und keine Tiere. Wir haben Seele. Wir reden, wenn wir was nicht gut finden. Wir können nicht immer stillschweigen. Nur weil ihr Waffen in der Hand habt, wir sind schon sehr respektvoll zu euch. Na, bei dem Kollegen nicht. Digga, ihr nehmt unsere Leute mit, die tauchen nicht wieder auf. Was denkt ihr denn, wie wir mit euch umgehen? Außerdem fahrt ihr uns rein. Und vor allem, ich gebe auch zu, dass ich euch jedes Mal hinterher fahre, wenn ich euch sehe, weil ich Angst habe, dass ihr wieder irgendjemanden von meinen Freunden mitnimmt und ich nicht weiß, was passiert. Ich sehe es lieber mit meinen eigenen Augen, gebe ich zu. Ich verfolge euch jedes Mal, wenn ich euch sehe, weil ich nie am nächsten Tag weiß, wo die Leute sind. Ja, deswegen, weil ich ein Herz habe und eine Seele und weil mir meine Mitmenschen was wert sind. Lass ich mir nicht vorwerfen. Name? Frank Steiner. Ihnen sind als ihre Mitmenschen was wert. Ja. Digga, wer ist er denn? Boah. Ja, wer bezahlt jetzt den Camacho? Scheiße, der Camacho. Oh, Digga, jetzt macht der Welle, guck jetzt. Ja. Gib Nummer von deiner Tante, du Missgeburt. Wir holen uns auf jeden Fall zu tragen. Was, wie das Ding abgeht, Alter? Digga! Ich sag doch, wir hätten nach rechts gemusst. Wer sind die denn?
Junge, haben die den Camacho mit genau das war mir schon den Camacho wert, dass ich den einmal meine Meinung sagen kann. Haben die den mit dem Granatenwerfer in die Luft gesprengt? Der ist weg, Bruder. Scheiß auf die Dreckskarre, Digga. Hauptsache, ich konnte ihm mal in die Fresse sagen, was sie sind. Und er lacht da weg, Digga. Wer ist er denn? Er hat doch schon mehr Menschen getötet, als er gesehen hat, wie sie geboren wurden. Selbst eine Hebamme hat mir weniger gesehen, die geboren werden, wie er getötet hat, Digga. Die leben nur, um zu töten. Ja, Digga, mach Demonstration. Sollen wir mal mit ganzen Kids kommen, die Missgeburten? Panzer, Panzer, Digga. Der ist so schnell, der Panzer. Sein Arm, Digga.